Moin meine ganz Städte, herzlich willkommen zu GDA Online Challenge heute mit dem gesamten Team Pete Sweet. Und ich darf heute anmoderieren und moderieren. Ja. Und Pete Sweet macht aus allem einen Quiz und zwar auch aus GDA Online. Endlich. Geil. Genau. Das haben wir nicht aus dem Fernsehen geklaut. Sind, wie gesagt, Peter, Christian, Brammen und Sepp. Hallo. Und es gilt heute, heiße Ware zu transportieren, ja. Und zwar stehen die Jungs und Mädels unten rechts oder im Südosten von Los Santos am Ammonation und müssen heiße Ware transportieren. Und zwar Zoom, ihr dürft jetzt die Karte öffnen. Okay. Oh. Ammonation. Ja. Bist du? Da bist du. Nummer, da, wo du stehst. Da, wo ich stehe, okay. Das ist Ammonation Nummer, kann ich jetzt gerade nicht ab. Wo kann ich das denn jetzt nicht andingsen? Ja, ich sehe, wo du stehst. Meine. Ist in Ordnung. Genau, da der Ammunition. Du siehst Jay nicht. Der steht ein bisschen weiter rechts, als er vorhin stand. Ah, da mitten, da ist ein Ammunition? Da ist ein Ammunition. Da steht ein Ammunition. Und da gilt ganz heiße Ware, muss dahin transportiert. Wir dürfen fahren, wie wir wollen. Ne, ohne Autobahn, glaube ich. Genau. Ach so, genau. Das ist chill. Na, chill. Ihr dürft, weil das eine heiße Ware ist, kein Mal die Autobahn berühren. Okay. Ja? Mit Autobahn meint man ja natürlich diese dicken, zweispurigen, dreispurigen Dinger da, ne? Ihr wisst was. Ist ja logisch. Wir wissen, was du meinst. Heißt, ihr müsst ein bisschen querbeet fahren, ja? Aber das kriegen wir schon hin. Und wenn, dann, wenn ich sag mal so, ihr seid nicht dann draußen, wenn ihr aus Versehen da langfährt, dann werde ich euch nett darauf aufmerksam machen, dass die Polizei hinter euch her ist, im Zweifel. Ja, oder sowas, ne? Okay. Aber, ne, weil wir ja einen Quiz daraus machen, ich habe hier ganz viele Fragen vorbereitet in einem. Du sagst doch, wir die Karte zumachen müssen, wa? Achso, ihr könnt die Karte zumachen. Können oder müssen? Ihr sollt die Karte zumachen. Okay. Dürft sie nicht mehr angucken. Entschuldigung. Ja. Okay, ihr müsst den Weg natürlich im Kopf finden. Und ich habe hier Fragen und wir werden da quasi in der ersten Runde werde ich jedem von euch drei Fragen stellen. Und für jede richtig beantwortete Frage bekommt ihr 20 Sekunden Fahrzeit. Das heißt, ihr könnt in der ersten Runde, naja, bis zu 60 Sekunden Fahrzeit haben, um den Weg nach oben zu kommen. Sobald die 60 Sekunden Pause sind, naja, oder 20 oder 30, 40 Sekunden, sage ich Stopp, ihr kennt die Zeit nicht, ich nehme nur die Zeit und ja, dann müsst ihr direkt die Finger von der Tastatur nehmen. Das heißt, ihr müsst im Kopf ungefähr halten, naja, wie lang die Zeit schon rum ist. Ja? Ihr dürft die nicht selber stoppen, damit das halt im Zweifel ihr irgendwohin auslauft, wo ihr nicht auslaufen wollt. In der ersten Runde ist es so, dass alle gleichzeitig starten werden. Das heißt, es wird ein bisschen chaotisch vielleicht. Und danach kriegt jeder einzeln Fragen gestellt und darf die nacheinander dann abfahren. Und er darf sich so viel Zeit erspielen, wie er richtige Fragen beantwortet. Das heißt, ich stelle eine Frage, ist die richtig beantwortet, kriegt er 20 Sekunden, kriegt noch eine Frage, beantwortet er die richtig, hat er 40 Sekunden, kriegt noch eine Frage, beantwortet er die falsch, hat er 40 Sekunden, er darf fahren. Und wir vollen das dann immer auf, damit wir quasi das fair haben. So, ist jetzt vielleicht ein bisschen. Na, ist doch eine schwierige Challenge. Ich blick da nicht durch, wenn du mir sagst, ich darf fahren. Ich sag genau, wie ihr das machen müsst. Genau. Und ja, wir fangen einfach an, indem ich einfach mal. Fühlt sich irgendwer fresh, so, dass er die erste Frage beantworten möchte? Ja, komm mal. Okay, Bram stoßt hervor. Okay. Ich bin hervorgestoßen. Wir haben hier 300 Allgemeinwissen von A bis Z Fragen, ja? Möchte ich einmal nur sagen. Sagt Z. Welche Nationalität hatte der Komponist Rimsky-Korsakow? A. Ungarisch, B. Tschechisch, C. Russisch. Geil, der war Ungar. Nikolai Andrejewitschew Rimsky-Korsakow lebte von 1844 bis 1908. Neben Opern und Symphonien hat er auch Kammermusik und Chorwerke komponiert. Zu seinen Schülern zählten unter anderem Strawinsky und auch Prokofjew. Er war Russe. Jetzt Russe. 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 Heißt leider falsche Antwort. Zweite Frage, Bram. In welchem amerikanischen Staat liegt der Silicon Valley? A. Florida, B. Texas, C. Kalifornien. Das ist das so? Kalifornien dann. Absolut korrekt. Und die dritte Frage ist,
Wie lange dauert ein Spielgang beim Polosport? 6,5 Minuten, 7,5 Minuten oder 8,5 Minuten? Na, Polo sind Leute nur faul, 6,5. Die Antwort ist 7,5 Minuten. Damit hast du jetzt eine Frage richtig beantwortet, du würdest 20 Sekunden bekommen, aber wir warten natürlich noch, bis die anderen dran sind. Ja. Wer ist als nächstes dran? Mach's einfach von oben nach unten. Mach doch. Okay. Keine Ahnung, dann wer ist denn von oben nach unten? Du musst die Reihenfolge behalten. Ja, ja, stimmt. Dann machen wir Christian. Christian. Ja. Der Buddhismus lehrt, dass alles Dasein Elend und dem Leiden unterworfen sei. Wodurch ist das Leiden bedingt? A. Sterben, B. Trübsal und Verzweiflung, C. Wiedergeburt oder D. Begehren? Jetzt kriege ich sogar vierfach Auswahl, das ist ja frech hier. Ja, sei froh, dass du überhaupt eine Auswahl kriegst. Das Blöde ist, ich habe überhaupt nicht... B. Trübsal und Verzweiflung, sagst du? Das war's, ja stimmt. Die richtige Antwort ist Begehren. Oh. Ah. Die zweite Frage. Welches dieser Länder liegt nicht am Äquator? A. Indien, B. Indonesien, C. Kenia oder D. Ecuador? Indien. Das ist absolut korrekt. Und Frage 3 ist, schon aus der Antike bekannt, stand sie im Tempel zu Jerusalem und ist heute im Braunschweiger Dom zu sehen. Wer oder was ist die siebenarmige Minora? What? A. Eine Schwester der Gorgone Medusa. B. Eine ursprünglich hinduistische Gottheit. C. Ein Leuchter. Oder D. Ein heraldisches Symbol für gerechtes Handeln. Das ist eine hinduistische Gottheit. Hier Apu hat die doch bestimmt angebetet, oder? Ja, tut mir leid, das ist ein Leuchter. Oh, naja. Damit hast du auch eine Frage richtig beantwortet, Chris. Auch 20 Sekunden. Hab ich denn jetzt drei Fragen gehabt? Kriegst ja auch nur drei. Ja, drei gibt es auch nur. Ah, ja. Wusste ich. Als nächstes darf Sebastian beantworten. Ja. Und zwar, in welchem Land entstand das erste grundlegende Gesetz zum Schutz der persönlichen Freiheit? A. Frankreich, B. USA, C. England oder D. Griechenland? Frankreich nach der Revolution. Smart zumindest gedacht. England ist aber die richtige Antwort. Was? England? Was? Naja, 1679. Falls dich das interessiert. Ja, mega. Zweite Frage. Was ist eine Dialyse? A. Eine Nierenuntersuchung. B. Eine Grundreinigung der Leber. C. Ein Austausch von Fremdstoffen der Leber. Oder D. Ein Blutreinigungsverfahren. Blutreinigung? Bin mir nicht ganz sicher. Was ist dann deine Antwort? Blutreinigung, ja. Blutreinigung. Absolut richtig. Ja. Dritte Frage. Wann endete der 30-jährige Krieg? A. 1618, B. 1629, C. 1648 oder D. 1688? 1688. Ging übrigens 30 Jahre. Das ist fucking richtig. Ja! Damit hast du 40 Sekunden, die du fahren darfst. Nice. Aber jetzt kommt Peter. Peter! Deine erste Frage ist, was lernte der Pavlovsche Hund? A. Ein akustisches Signal mit Futter zu verbinden. B. Einen Hebel zu drücken, um Futter zu erhalten. C. Ein akustisches Signal hin eine Bewegung aus auf eine Entschuldigung. C. Auf ein akustisches Signal hin eine Bewegung auszuführen. Oder D. Einen Hebel zu drücken, um den Käfig zu verlassen. Boah. Hunde, akustische Signale, da sehe ich Hunde, aber ist das krass von Pavlov? Soll ich da nochmal vorlesen, weil ich mich verhaspelt habe? Also A war akustisches Signal mit Essen, B war... Hebel zu drücken für Futter, C ist akustisches Signal Bewegung und D ist Hebel drücken, Käfig verlassen. Das kann natürlich alles sein. Ich sag D. Die richtige Antwort ist, ein akustisches Signal mit Futter zu verbinden, also A. Ach. Zweite Frage.
Gibt es die Weihnachtsinseln? Gibt die Osterinseln? Weiß nicht, ob es die Weihnachtsinseln gibt. Ist eine 50-50 Chance? Ich sag mal nein. Zweimal gibt es sie. Im Westen des Pazifischen Ozeans heißen sie heute Kiritimati und wurden am 24.12.1777 von James Cook entdeckt, während die vulkanische Insel Christmas Island südlich von Java im Indischen Ozean 1643 entdeckt wurde. Die dritte Frage. Wofür sorgt das Insulin? Dafür, dass A. Glucose vom Blut in die Zellen übertritt, B. Glucose vom Darm in das Blut übertritt. Nochmal B. Okay, das ist ein Rechtschreibfehler da drin. C. Sauerstoff von der Lunge in das Blut übertritt. Oder D. Sauerstoff von dem Blut in die Zellen übertritt. Alter. Okay, sag nochmal A und B bitte. Glucose vom. Also A. Glucose vom Blut in die Zellen übertritt. Oder B. Glucose vom Darm in das Blut übertritt. Alter, Insulin nehmen. Die Blutzucker haben. Und das muss also mit Glucose zu tun haben. Keine Ahnung, was das mit dem Darm aber zu tun hat, weil ich mich mit der Krankheit nicht auskenne. Also nehme ich einfach A. Diese Antwort ist korrekt. Nein, mein. Wow. Dank des Insulins tritt Glucose vom Blut in die Zellen über und ja wird dort zur Energiegewinnung verarbeitet. Absolutes Basiswissen hier. Und damit haben wir 3x 20 Sekunden und einmal 40 Sekunden für Sebastian, ja. Ich starte kurz die Zeit, warte. Ich sollte das mit verbessern. Das machst du jetzt nach 20 Sekunden. Wann sagst du denn Bescheid? Bei 20 Sekunden einfach Stopp oder was? Ich sag, das erste Stopp sage ich bei 20 Sekunden. Das gilt dann logischerweise nicht für Sepp. Mhm. Und das nächste Stopp sage ich dann für mich. Sebastian. Okay. Warte. Wer ist denn der zweite Orangene von rechts? Der hier? Ah, das ist Bram. Okay. Ihr dürft losfahren. In 3, 2, 1, go. Oh, nö! Jo, so da ist gut, geht Bram. Es. Oh, nicht gut. Oh, Mist! Oh, da wurde ich noch gedreht, ey. Das kann doch nicht sein. Oh, Mann! 20 Sekunden sind nicht viel, ne? Stopp! Alter. Das ist jetzt belastend. Ey, Bram, nein! Nein, Bram! Okay, alles klar, jetzt. Der schiebt mich zurück. Okay, man sieht offensichtlich, dass es bei Sepp ganz gut vorangeht, wenn ich mal dazu angucke. Boah, dann bin da genau Sekunden in der Kurve. Stopp! Der Typ, stopp! Oh, stopp. Shit! Stopp, das ist aber ganz stopp, witzig, stopp. Wir stehen ziemlich genau an der gleichen Stelle. Ja, ich bin ich rolle noch richtig gut. Ja, also Sepp rollt noch sehr gut nice voran, sehe ich gerade. Ich stehe schlechter als ihr. Ja, wobei die halten ja an. Also die jetzt fährt ja keiner rein. Gibt's einzelne Fragen. Okay. So lang, bis ihr das richtig beantwortet, dann dürft ihr losfahren. Wait, bis wir das falsch beantwortet haben. Bis wir es falsch, ja, Entschuldigung. Brammen. Ja. Warte, so da. Erde, Luft, Wasser und Feuer waren in den antiken und mittelalterlichen Weltbildern Symbole vieler Entsprechungssysteme. So wurden die vier Elemente mit Körpersäften und Organen, aber auch Temperamenten in Verbindung gebracht. Welches Temperament mag die Luft regieren? A. Choleriker, B. Melancholiker, C. Sanguiniker oder D. Phlegmatiker? Melancholiker. Die richtige Antwort ist Sanguinica. Okay. Wenn ihr gerne noch ein bisschen, wenn ihr gerne noch ein bisschen mehr Basis wissen möchtet, ja, dann kann ich auch gerne noch dazu mal was vorlesen. Nee. Alter. Das finde ich sowieso immer schon so geil, dass du dann noch die ganze Wikipedia-Seite dazu hast. Ja. Gut, dann darf Bram nicht fahren. Christian. Ja, oh ja. Was sind Hugenotten? Oh, das habe ich mal. Wie das war? Keine Auswahlmöglichkeit. Ja. Oh. Das war zu essen. Oh. Nee, das war doch irgendeine Vereinigung oder so. So wurden die französischen Protestanten in Frankreich abschätzig genannt. Ja, sag dir doch, was zu essen. Ein kleiner Snack. Ich esse gerne von einer anderen Armee. Nächste Frage kriegt Sebastian wieder. Die Inselwelt Mittelamerikas, westindische Inseln genannt, bildet einen 4000 Kilometer langen Bogen, der drei Meere voneinander abtrennt. Welche Meere sind gemeint?
Absolutes Basis. Mach mal ein bisschen Burnout, damit ich nicht gekickt werde. Pazifik, Atlantik und... Welche drei Meere trennt das? Jetzt müsste ich... Pazifik, Atlantik... Was ist denn da noch? Wenn das der Watch Jay von dir wissen will. Indischer Ozean. Der sich zwischen den Kontinenten Nord- und Südamerika erstreckende Bogen trennt das Karibische Meer und den Golf von Mexiko vom Atlantischen Ozean. Absolutes Basiswissen an der Stelle. Peter! Jo. Aus manchen Vulkanen fließt die Lava relativ ruhig heraus. Andere schleudern in einer gewaltigen Eruption Gase aus ihrem Schlot. Wie ist das zu erklären? Warte, es gibt auch keine Antwortmöglichkeiten. Okay, nochmal die Frage bitte. Ja, ich bewege mich. Ja gut, im Zweifel müsst ihr einmal die Kamera oder so bewegen, ne? Nee, hier ist ein LKW und den ist reingeschrottet, also. Aus manchen Vulkanen fließt die Lava relativ ruhig heraus, andere schleudern in einer gewaltigen Eruption Gase aus ihrem Schlot. Wie ist das zu erklären? Alter, okay, jetzt komm mal raus, Peter. Jetzt dreht der LKW hier. Erklären, wie lange quasi dieses Gas unter dem Vulkan schon mit der Luft verbunden ist. Die wird langsam läuft, das ist schon lange so. Bei den anderen ist das noch frisch. Was? Ja, das stimmt. Moment, richtige Antwort, was ist Peter. Die Dauer der Aktivität. Die Dauer der Aktivität, das heißt ein, keine Ahnung, Vesuv hat eine leichtere Eruption, weil der ja schon vor kurzem erstmal ausgebrochen ist und dafür dann irgendwie einer, der noch nie ausgebrochen ist, der macht richtig Peng. Genau. Okay, die Antwort ist, enthält das Magma sehr viel Kieselsäure, ist es sehr dünnflüssig und fließt durch aus dem Schlot. Enthält es dagegen wenig Kieselsäure, ist es dickflüssig. Ich stehe gerne, die Kreuzung ist spaßig. Ich weiß ja nicht, was die NPCs gerade da machen. Die bauen von sich aus Unfälle und versperren die Kreuzung. Ja. Brammen, alles noch drin. Ja. In welcher Disziplin stellte Bob Beamon 1968 bei den Olympischen Spielen von Mexico City einen Weltrekord auf, der 23 Jahre nicht geschlagen wurde, ja? A. Hochsprung, B. Weitsprung, C. Sperrwurf oder D. Stabhochsprung. Aha. Ich hatte da auch schon so ein Gefühl. Was ist denn Bob Beamon wohl? Bob Beamon. Ja, der hat drauf geschissen. Der Name, ich, B. Du meinst Weitsprung? Ja, ich meine Weitsprung. Das ist absolut korrekt. Oh mein Gott. Oh, warum da fahren? Das heißt, du darfst zumindest noch nicht, ne? Vielleicht darfst du ja 40 Sekunden sogar fahren. Das wäre doch mal was. Warum werden in der Mikrowelle denn die Speisen warm? Oh, das ist... Weil die Mikrowellen dafür sorgen, dass sich die Wasserstoffatome mit Energie gefüllt werden und dadurch erhitzen. Bei der Mikrowelle werden die Wassermoleküle durch die Mikrowellen in Schwingung versetzt. Ja, das wiederum führt zu Hitze. Das ist für mich eine richtige Antwort. Gerade bei diesem Basiswissen, da kann man auch mal ein bisschen durchgehen lassen. 40 Sekunden, Bram. Es geht weiter. Wer entwarf die neue Nationalgalerie in Berlin? A. Gropius oder Gruppe oder was auch immer. B. Le Corbusier. C. White. D. Mies van der Rohe. Oder E. Speer. D. Ja. Der Niederländer. Absolut richtig! Nein. Mies van der Rohe. Amerikanischer Architekt deutscher Herkunft. Ja, natürlich. Mies van der Rohe. Basiswissen. 60 Sekunden für Bram. Zweite Frage. Also, beziehungsweise vierte Frage. Was ist eine Psychose? Boah. Das ist eine gute Frage. Das ist eine mentale Störung aufgrund von Traumata, wie zum Beispiel Krieg. PTSD ist zum Beispiel eine Psychose. Sag ich jetzt einfach mal. Was passiert bei einer Psychose?
Ja, zum Beispiel, du sitzt bei dir abends vorm Fernseher und chillst dir die Eier, ja? Und auf einmal von jetzt auf gleich fühlst du dich wieder zum Beispiel wie in Vietnam, weil du in Vietnam gedient hast. Und diesen Kriegszustand versetzt mit der Angst und fühlst das und kommst halt da dann quasi nicht raus ohne Hilfe. Aus dieser Gedankenwelt. Die Psychose ist eine psychiatrische Erkrankung, hast ja logischerweise schon gemeint. Das psychotische Verhalten ist durch grundlegende Veränderungen in Bezug zur Umwelt gekennzeichnet, in Klammern Wahn und Halluzination. Hat er für mich in dem Sinne erklärt, dass es halt so Vietnam-Flashback ist. Von daher passt das für mich. Nächste Frage, Bram. Wie heißt das japanische Gericht, das ausschließlich aus rohem Fisch besteht? A. Fugu, B. Sushi, C. Sashimi oder D. Nori? Ich nehme Sushi. Richtige Antwort ist Sashimi. Schade, wusste ich nicht. Nur aus Fisch, ne? Ja, wusste ich trotzdem nicht. Gut, damit hast du 80 Sekunden Zeit, die du jetzt fahren darfst. Warte, ich muss die Zeit stoppen. Die fahren wir nicht wieder gleichzeitig? Nein. Nee. Ah. Christian hat die ganzen Regeln nicht mitbekommen. Aua! Nee. Dafür bist du erstmal umgefahren. 1:20, Bram, laufen ab jetzt. Das Problem ist, Peter ist tot. Oh. Dann ruf Lester an. Ein Stück nach vorne. Komm. Ich bin anders gefahren. Bist du direkt links gefahren? Ich hab tatsächlich einen anderen Weg. So teilt er euch jetzt auf. Zählt's ihr eigentlich im Kopf mit, Bram? Ich versuche zumindest, aber du laberst gerade. Jetzt hab ich mich verzählt. Nein. Was? Oh. Wie lange darf der fahren? 60 oder 80 Sekunden? 80. 80. 1:20 darf er insgesamt fahren. Schon ganz schön. Man muss schon beachten, ne, die NPCs. Umweg ist für die kein Problem, also wenn da was auf der Fahrbahn steht. Ja. Mhm. Okay, außer für den Typen, der sich ja mit tot gefahren hat, aber. Ja. Gut, der ist aber einer von 100 oder so. Also ja, der sieht aus, der sieht aus wie ein Vollidiot. Diese Runden waren natürlich stark. War auch ein bisschen glücklich. War auch sehr lucky. Und ich habe auch viel durchgehen lassen. Aber das lasse ich natürlich für die anderen auch. Bei diesen Basis. Oh, Baum! Kann man das Scheiße, aber. Weiter! Stopp! Oh, ne. Klingt gut. Christian! Hallo. War übrigens stark, Bram. Christian, worauf beruht der Erfolg eines virtuellen Unternehmens? Auf A. Erschaffung künstlicher Welten, B. Satellitensystem, C. Global Area Network oder D. Kooperationsformen? Was für die Frage? Was? Worauf beruht der Erfolg eines virtuellen Unternehmens? A. Ja. Auf Erschaffung künstlicher Welten, B. Satellitensystem, C. Global Area Network oder D. Kooperationsform. Kooperationsform. Richtige Antwort. Wow. Nice. Möchtest du es noch erklären? Der Rest macht keinen Sinn. Mit der New Economy sind neue Formen der Zusammenarbeit rechtlich selbstständiger Netzwerk und virtueller Unternehmen entstanden, deren Vernetzung den Kompetenzaufbau, den Know-how-Austausch und die Kosten- und Risikoaufteilung ermöglicht. Doch klar, Kooperationsform. Mhm. Christian, was ist ein Klon? Ein Klon oder ein Clown? Klon. Okay, K-L-O-N. Ein Klon. Ein Klon ist ein künstlich hergestelltes Lebewesen aus einer Eizelle. Also künstlich hergestellt mit Spermium-Eizelle und der DNA des, wie sagt man denn, Ursprungslebewesens. Also hier, der Schaf war doch ein Klon. Das haben sie doch erfolgreich geklont. Kopie eines Richtige Lebewesens. Richtige Antwort. Gleiche DNA quasi, hast du ja erklärt. Das ist richtig. Boah, Alter. Dritte Frage. Die Temperatur wird in der BRD in Grad Celsius angegeben, in den USA in Grad Fahrenheit. Wie viel Grad Fahrenheit entspricht 0 Grad Celsius? A. 18 Grad Fahrenheit, B. 32 Grad Fahrenheit, C. 64 Grad Fahrenheit oder D. 95 Grad Fahrenheit?
Das Problem ist, du kannst nicht sagen, irgendwie 80 Grad sind irgendwie 20 Grad und 40 Grad sind dann 10 Grad. Irgendwie so musste man halt umrechnen. Oder sag mir nochmal die ersten zwei Fahrenheit. 18, 32, oder? 64, 95. Boah. Ich geh mal mit 18. Richtige Antwort ist 32. Fuck. Damit darfst du 40 Sekunden fahren, warte. Ja, nice. Ich stehe auch gar nicht im Stau gerade. Haut mal ab! Ich weiß natürlich nicht, wie das bei dir aussieht, aber Christian, deine Zeit läuft in 3, 2, 1 jetzt. Tschüss, Peter! Tschüss! Oh, ich hoffe, ich darf gleich auffahren. Ich hoffe nicht, Sepp. Scheiße, wie lange durfte ich fahren? 40 Sekunden, Peter, ne? Ja. Ja. Boah, die Fragen sind ja auch schon echt knackig. Ich hab nie gesagt, dass die leicht sind. Basiswissen. Davor absolut waren wir vorbei. War das Christian? Ja, da nur Christian, wo ich auch aktuell abbiegen fahren darf. Das ist eine Kurve, da musst du abbiegen. Echt? Achso, keine Ahnung. So weit kann ich nicht sehen hinter die Kuppe. Stopp! Das ist ja gar nicht so viel weiter weg. Der hat, ich sag mal so, der hat meinen, ich habe einen leichten Unfall gehabt, dadurch bin ich stehen geblieben zum Glück. Sebastian, welches der folgenden Länder ist nicht im europäischen Airbus-Konsortium vertreten? Oh, oh Gott. A. Frankreich, B. Italien, C. England oder D. Deutschland? Es ist Italien oder England, jetzt ist die große Frage. Ich glaube, es ist England. Richtige Antwort ist Italien. Oh Mann! Damit geht die nächste Frage an Peter. Ich hätte auch England gesagt. Geografisch einfach nicht so. Peter, woher stammt die Redensart, jemanden einen Korb geben? Kein ABC, wieso kriege ich denn kein ABC? Das ist doch behindert. Ja, Peter, wo kommt das her? Ja, Basiswissen, mein Freund. Aber das würde mich jetzt. Ich kann es ja fast schon Gruppendiskussion machen, kriegst du das Richtige nicht raus, ey. Okay. Ja. Wenn du zum Ausgehen gefragt wurdest, aber keine Lust darauf hattest, hast du als Entschädigung demjenigen, der dich gefragt hat, einen Korb gegeben. Mit schönen Inhalten. Ist das deine Antwort? Das ist meine Antwort. Vermutlich. Schön, dass die Erklärung mit vermutlich. Ja, die wissen es selber nicht mal. Vermutlich in früheren Zeiten ein Antwort, Liebhaber. Richtig. Vermutlich wurde in früheren Zeiten ein Liebhaber gelegentlich in einem Korb zum Fenster der Angebeteten emporgezogen. War er unwillkommen, bekam er einen Korb mit schadhaftem Boden, durch den er auf die Erde zurückfiel. Wow. Natürlich. Aber nah dran. Riesiger Korb. So ein Ding hatte jedes Haus früher in Europa. Ja, richtig. Ganz logisch. Absolutes Rammen. Basiswissen. Ja, mein Schatz. Was ist eine Allegorie? A. Ein Symbol. B. Eine bildhafte Darstellung eines Begriffs. C. Eine Parabel. Oder D. Eine Zeichnung. B. Eine bildhafte Darstellung eines Begriffs, sagst du? Ja. Das habe ich korrekte Antwort. Quiz verwechselt nice. Mit, ja, das stimmt, aber ich lese sie alle nach. Mann. 20 Sekunden für Bram, aber Bram, was bezeichnet man als Inversionswetterlage? A. Warme Luft über kalter Luft. B. Kalter Luft über warmer Luft. C. Feuchte Luft mit Temperaturen von über 5 Grad Celsius. Oder D. Trockene Luft mit Temperaturen von über 5 Grad Celsius. Inversionswetterlage. Ich nehme trockene Luft. Entschuldigung, ich nehme C. Nasse Luft mit über 5 Grad. Richtige Antwort ist warme Luft über kalter Luft. Also A. Schade. Damit hast du 20 Sekunden Zeit. Lass mich das kurz wieder einstellen. Ich habe jetzt hier voll den. Also, Bram ist ja zum Glück schon weiter, aber ich stehe mitten auf der Spur. Hier ist voll der Stau. Gut, Bram. Deine Zeit läuft in 3, 2, 1, go! Alter, die Beschleunigung ist ja Zucker. Ja, besser als mit dem Smart.
Moment, war das hier? Ja, ich glaube schon. Scheiße, wo mussten wir eigentlich nochmal hin? Das habe ich schon wieder vergessen. Die Zeit ist schon lange vorbei. Stopp! Nein, ich habe mich verrechnet. Verlabert. Bah. Oh no! Roll zurück! Oh, da hat sich aber wer. Warum fährst du jetzt rückwärts, Bram? Was ist denn da los? Oh, Gott sei Dank! Pass auf, ich bin auf einer Geraden ausgerollt und bin gegen eine Wand gefahren, bin auf einer Hecke gelandet, ja, und dann kippte mein Auto erst nach vorne. Und dann kippte mein Auto aber wieder nach hinten und rollte den Hügel wieder runter, Gott sei Dank. Was passiert eigentlich, wenn wir auf dem Rücken liegen bleiben? Dürfen wir dann zumindest uns umdrehen? Damit du nicht explodierst, ne? Ja, genau, weil sonst ist die Karre kaputt. Ja, okay. Steht wer auf dem Rücken? Nee, aber das hörte sich gerade so an, als würde Bram da liegen bleiben oder so. Nee, alles cool. Christian. Was ist denn so schwer? Ja. Worauf geht der Begriff Biedermeier zurück? Das ist ein Familienname. Ja und? Doof, wie, ja und? Der geht halt auf die Familie zurück, Biedermeier. Dieser Kunststil der Zeit von bla 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 wurde nach einer literarischen Figur benannt, dem biederen Schullehrer und Verseschmied Gottlieb Biedermeier. Das ist eine richtige Antwort für mich. Ja. Nächste Frage. Wer spielt die Rolle des dritten Mannes im gleichnamigen Film? Oh, fuck. A. Peter Lorre oder Peter Lohr, keine Ahnung. B. Orson Welles. C. Joseph Cotten oder D. Humphrey Bogart? Ich weiß es nicht, aber ich kenne den dritten Mann. Boah, scheiße. Keine Ahnung, Humphrey Bogart. Richtige Antwort ist Orson Welles. Ach, war doch Orson Welles. Also B. Damit hast du auch 20 Sekunden dir wieder erspielt, aber 20 Sekunden haben oder nicht haben. Deine Zeit läuft in 3, 2, 1, jetzt. Ist ja noch nichts verloren. Selbst doch der. Wer ist denn das da hinten? Peter. Naja. Naja, du musst halt nur einmal so einen Lauf haben wie Bram. Mit ein bisschen Glück. Ja, musst du erstmal haben. Musst du erstmal eine Spiel haben. Ey. Oh, stopp. Scheiße, ich glaube, ich bin falsch gefahren. Sebastian. Yo. Politik. Das Europäische Parlament mit Sitz in Straßburg ist eine der drei wichtigen Institutionen, die den Rahmen der Europäischen Union bilden. Welches sind denn die zwei anderen? Was? Kannst du denn das letzte Stück nochmal vorlesen? Welches sind die zwei anderen? Ja, okay, den halben Satz davor. Ach so. Das Europäische Parlament mit Sitz in Straßburg ist eine der drei wichtigen Institutionen, die den Rahmen der Europäischen Union in Klammern EU bilden. Welches sind die zwei anderen? Also Parlament, Rat und Ministerium? Richtige Antwort ist Europäischer Rat und die Europäische Kommission. Ach, Kommission, ah, verdammt. Peter. Ja, Kommissionspräsident und so. Fuck. Auf welchem Prinzip beruht eine Solarzelle? A. Auf dem inneren Fotoeffekt. B. Auf dem äußeren Fotoeffekt. C. Auf der Photosynthese. Oder D. Auf der Photodialyse. Okay. Keine Ahnung. Aber der Fotoeffekt war zweimal dabei. Das macht die Chance höher, dass er der ist. Die heißen der innere, der äußere, Fotoeffekt, Photosynthese oder Photodialyse. Ich nehme A. Der innere Fotoeffekt. Richtige Antwort ist doch auch klar. Peter. Sehr stark. Danke, danke, danke. Warum wird die Börse als der vollkommenste Markt betrachtet? Ich warte noch auf die Antwortmöglichkeiten gerade. Gut, aber nicht. Ich habe die Frage nicht gehört, sorry. Warum wird die Börse als der vollkommenste Markt betrachtet? Weil der am Wochenende zu hat. Nee, sagen wir anders.
Weil. Ja, Peter? Fahr schon mal los. Weil der. Mann, samstags zu ist der vollkommen. Weil der sich global komplett nach Angebot und Nachfrage richtet. Das ist gar nicht so schlecht, glaube ich. Das klingt besser, als wenn er am Wochenende zu machen. Also kannst du es jetzt nochmal, also nochmal einmal die Antwort? Weil er sich komplett nach Angebot und Nachfrage richtet und da. Ja, und dadurch dann halt nichts. Ja, genau, global. Auf der. Und sonst was global. Reden wir mal. Also, Peter, ich lass da durchgehen. Ja, nice. Auf der Börse treten Angebot und Nachfrage räumlich und zeitlich zusammengefasst auf. Ja. Dies geschieht regelmäßig und zu festgesetzten Zeiten durch Zusammenkunft zugelassener Personen. Die in Waren und Wertpapieren abgeschlossenen Geschäfte werden einheitlich abgewickelt. Es besteht hohe Markttransparenz. Angebot und Nachfrage, Leute. Also Angebot und Nachfrage ist schon mehr, als ich erwartet hätte. Peter. Wie entsteht das Nordlicht? A. Durch leuchtende Gase in der Atmosphäre. B. Durch Temperaturschwankungen in den obersten Schichten der Atmosphäre. C. Durch hohe Wolken, die von der Sonne angestrahlt werden. Oder D. Durch Gewitter in hohen Wolken. Ich glaube, das ist Gase A. Absolut korrekt. Mann, schon 60 Sekunden. Guck mal, ob du auf 80 hochkommst, Peter. Kunst. Wo wurde der Maler Caspar David Friedrich geboren? A. Hamburg. A. Hamburg? Was war das? Ich weiß nicht, als ich Hamburg vorgelesen habe, kam es irgendwie so. A. Hamburg, B. Husum, C. Dresden oder D. Greifswald? Alter, what the fuck? Okay, ich würde sagen Husum oder Greifswald, weil du sonst nicht auf die Idee kommst, diese Städte mit zu integrieren. Kaspar ist aber ein komischer Name. Kannst du mir den kompletten Namen bitte nochmal vorwählen? Kaspar David Friedrich. Das klingt den nach kennt jeder Namen, Peter. Der... In Greifswald, aus Greifswald kommt. Hier, ja, Greifswald. Caspar David Friedrich, 1774 bis 1840, wurde in Greifswald, in Pommern geboren. Ha! Nice. 80 Sekunden für Peter. Dritte Frage, also die fünfte Frage. Dritte Frage auf der Karte hier. Wodurch unterscheidet sich ein Markenartikel von einem anderen Produkt? A. Durch Anbringung eines Logos. B. Durch gleichbleibende hohe Qualität und Verfügbarkeit? Oder C, er ist ein zu einer Markenfamilie gehörendes Produkt. What the fuck? Nimm nicht das Offensichtliche, das ist ein Trick. Wodurch unterscheidet sich ein Markenartikel von einem anderen Produkt? Durch Anbringung eines Logos? Durch gleichbleibende hohe Qualität und Verfügbarkeit? Oder er ist ein zu einer Markenfamilie gehörendes Produkt. Okay, pass auf. Nur weil in China da irgendjemand ein Logo drauf klatscht, heißt das ja nicht, dass da ein Adidas-Schuh ist. Ja? Also würde ich sagen, mit Qualität hat die ganze Scheiße auch nichts zu tun. Wobei die natürlich gleichbleibend ist. Ne? Das kann ja auch gleichbleibend schlechte Qualität. Ne, da steht, B war gleichbleibend hohe Qualität. Ne? B ist durch gleichbleibende hohe Qualität ja, nee. Und Verfügbarkeit. Dann C. Du sagst, er ist ein zu einer Markenfamilie gehörendes Produkt. Die Antwort ja. ist B. Hohe Qualität und Verfügbarkeit. Was? Ja. So würde ich das auf jeden Fall auch definieren. Was? Ja, definitiv. Warte. Ein Logo allein macht ein Produkt noch nicht zu einem Markenartikel. Vor allem sollen die Qualität, die Menge und die optische Aufmachung eines Produktes überall gleichbleibend angeboten werden. Ja, das verstehe ich auch, aber die muss ja nicht hoch sein, die Qualität. Deswegen finde ich die Antwort ein bisschen strange, aber gut, das ist dann halt so. Ja, gut. Aber du hast 1 Minute 20 Zeit, weil du 4 Fragen richtig beantwortet hast in der Reihe. Deine Zeit läuft in 3, 2, 1, jetzt. Schneller. Ach, stimmt, Peter, standen an der Kreuzung, wo wir... Ja, ich bin noch ganz weit weg. Aber, ich bin in 20 Sekunden bis hierhin gefahren. Du darfst 1 Minute 20 fahren. Ja, ja. Oder 40 oder so.
Das ist ein sehr starker Sprung, den er da jetzt also, macht. Hey, mittlerweile geht das hier alles so lange, dass ich den Weg schon nicht mehr weiß. Da war Peter. Ja, das ist das Beste. Ich weiß auch schon nicht mehr, wo wir hin müssen. Das ist das Beste. Wait, nee, das ist hier nicht Autobahn, oder? Nee. Nee, Peter, das ist nicht Autobahn. Du fährst jetzt über die Autobahn gerade. Also, fahr mal vor mit der Brücke bist du gerade. Oh! Oh, das sieht aber komisch aus da auf der Map, Peter. Dann fliegt er einfach nur so. Was drehst du dich denn da auf der Map? Ja, ist wieder gut. Steckst einen Finger in den Po? Mexiko. Nee, und Dresden. So. Ja, das kennt doch keine Sau, weißt du so. Ja, das kennt auch niemand. Da kann zumindest jemand. Ich rieche Peter schon. Oh, Mann, ey. Echt? Das ist ganz schön lang. Nee. Oh, fuck me. Oh, Peter hat wieder einen Unfall gebaut. Eieiei. Peter scheint sehr anders. Jede Sekunde ist wichtig. Ich hab ihn leider nicht gesehen. Der muss schon lange an mir vorbei sein. Stopp! Okay. Und nicht den umfahren. Bitte nicht den umfahren. Oh, Gott sei Dank. Ja, wenn du Polizei hast, lässt da fragen. Ja. Also, macht ja keinen Sinn. Ja, ein Umfahren ist nicht so schlimm. Rammen! Ja! Was verbarg sich Anfang des 20. Jahrhunderts hinter dem Namen Die Brücke? A. Ein Bild. B. Eine Zeitschrift. C. Eine Galerie. Oder D. Eine Künstlergemeinschaft. Eine Zeitschrift. Richtige Antwort, eine Künstlergemeinschaft. Ja. Guck ich mal alles sein auf meinen Pimmel. Christian, woher kommt der Begriff Sündenbock? Was heißt das? Willst du halt jetzt aus welchem ja, Jahr ja oder aus welchem kulturellen Bereich? Woher kommt der Begriff Sündenbock? Muss man das so ungefähr erklären? Aus dem Tierreich. Das ist irgendwann entstanden, weil halt die Ziege immer Mist gemacht hat. Also ursprünglich war damit mal eine Ziege gemeint, die immer Scheiße gemacht hat und ausgerissen ist. Und dann musste man sich einen Sündenbock suchen. Keine Ahnung. Nee, das kann ich leider nicht durchgehen lassen. Der Sündenbock bezeichnete den Ziegenbock, der am israelitischen Versöhnungstag durch den Hohepriester unter Sündenbekenntnis und Handauflegung zusammen, ist klar. Mit den Sünden des Volkes beladen und in die Wüste geschickt wurde. What? Alter, was ist geil. So, du böse Ziege, du hast alles böse gemacht, darum geht so ein Scheiße, ab mit dir in die Wüste. Ja, echt, Mann. Starke Aktion von denen. Das war schon krass. Sepp. Cool. Was wird gemessen, um die Flughöhe eines Flugzeugs zu bestimmen? A. Der Luftdruck. B. Die Reisegeschwindigkeit. C. Die Luftfeuchtigkeit. Oder D. Der Sichtwinkel zum Horizont. Luftdruck. Richtige Antwort. Ich glaube, das ist nämlich die Lambda-Sonde. Die Lambda-Sonde? Das hieß Zweite Frage. Durch welche Stadt verläuft der nullte Längengrad? A. Paris, B. Rom, C. New York, D. London. London. Korrekte Antwort. Paris und New York sind doch auf einem, oder? Das kann sein. Zwei von den Städten sind mit, also ich weiß nicht, aber... Das kann gut sein. New York auf einem. Steht da nicht. Moment, aber wir reden von Länge und nicht Breite. Ja. Längengrad, ja. Stimmt. Deshalb ist da die Zeitrichtung Rechnung 0. Ja. Dritte Frage. Welcher Architekt schuf das 1997 in Bilbao eröffnete Guggenheim-Museum? A. Jean Nouvel. B. Renzo Piano. Renzo Piano C. Guggenheim. Frank Gehry. Oder D. Io Ming Pai. Fuck, das müsste ich wissen. Wo steht das? In Bilbao. Welcher Architekt schuf das 1997 in Bilbao eröffnete Guggenheim-Museum? A. Jean Nouvel. B. Renzo Piano. C. Frank Gehry. Oder D. Io Ming Pai. Wenn ich das falsch ausspreche, dann... Ich kann das auch gerne anders betonen. Renzo Piano oder Renzo Piano oder sowas. Keine Ahnung. Okay. Richtige Antwort ist Frank Gehry. Ah, Mann. Damit hast du 40 Sekunden. Okay, endlich wieder Bewegung, Action. Woo! Warte.
Google. Googleheim. Ja, das ist ja noch für alle was drin. Also das ist noch lange nicht verloren. Ja, das ist noch lange nicht vorbei, hab ich das Gefühl. Na, ach, das geht. 3, 2, 1, Zeit läuft. Was bleibt denn? Jetzt trägt er mich ab hier direkt, die Sau. Pisser. Also ich kann ja offen sagen, dass Sepp aktuell der Letzte war, so von der Weite her, aber... Macht ja auch Sinn, ja, Peter durfte ja auch gerade 1 Minute 20 fahren. Genau. Das ist richtig. Ich kann halt euch ja so ein bisschen, ich will euch jetzt nicht nur hundertprozentig sagen, wo ihr steht und so weiter, aber man kann das kann man zumindest sagen. Aber ja, man sieht jetzt auf jeden Fall ganz klar Sepps Weg. Da war knapp. Ich muss hier gleich irgendwo rechts. Stopp! Das Unfall. Aber ist okay. Ist okay. Hier bin ich schon mal. Peter! Jo. Wie nennt man den Vorgang, der die Funktionsweise einer Brennstoffzelle Wie nennt man den Vorgang, der Funktionsweise einer Brennstoffzelle zugrunde liegt? A. Photosynthese. B. Umgekehrte Elektrolyse. C. Osmose. Oder D. Inverse Diffusion. Ich habe keine Ahnung. Das letzte. Richtige Antwort ist die umgekehrte Elektrolyse. B. Boah, hätte ich sogar gewusst. Osmose. Brammen. Mit einem Stissler. Geschichte. Mega. Woher kommen Deutschlands Nationalfarben? Boah, das weiß ich so. Ja, oha. Das musst du auch so beantworten. Ach so, okay. okay, und zwar... Gab es die Protestaktion der Milizen damals, die hatten schwarze Kutte, goldene Knöpfe und rote Bändchen. Und daraufhin ist die Flagge der Bundesrepublik gemünzt. Und zwar von, keine Ahnung, kurz vor Gründung der Weimarer Republik irgendwo da. Ich hoffe, das reicht hier. Ich weiß aber leider nicht mehr, wie die heißen. Der Ursprung der drei Farben liegt in den Befreiungskriegen 1813 bis 1815. Die Kämpfer des Lützower Freikorps trugen Uniformen aus schwarzen Jacken mit roten Samtaufschlägen und goldenen Knöpfen. Absolut richtig. Nice. Zweite Frage. Welche Bedeutung hat das pfälzische Hassloch für die Produktanbieter in Deutschland? Bitte was? Da wird immer reingefügt. Mit scharfen S... H-A, scharfes S-Loch. Hassloch. Das pfälzische Hassloch, ja. Und was machen die da? Welche Bedeutung hat für wen? Welche Bedeutung hat das pfälzische Hassloch für die Produktanbieter in Deutschland? Im pfälzischen Hassloch steht, das ist die Stadt, in der die Quote gemessen wird fürs TV. Und dementsprechend richten sich danach dann die Einschaltquoten der Fernseher und damit dann dementsprechend die Werbewertigkeit jeder einzelnen TV-Sendung. Schön erklärt, bisschen daneben. Hassloch ist das Testgebiet für Waren des täglichen Bedarfs. Seit 1987 werden die Einkäufe der Hasslocher von speziellen Ladenscannern registriert und von der Gesellschaft für Konsumforschung ausgewertet. Das Ergebnis entscheidet, was die Tops und Flops des Handels für ganz Deutschland sind. Geil, in Hassloch. Sollen wir einfach alle mal, lass mal eine Woche machen wir Community-Treffen in Hassloch und gehen mal. Ficken wir das ganze Land, Alter. Ficken wir das ganze Land, ja. 20 Sekunden hast du dir allerdings erspielt und deine Zeit läuft in 3, 2, 1, jetzt. Komm schon. Dieser hochgerechnete Bullshit immer, ey, genauso wie bei den TV-Quoten. TV-Quoten sind wichtig. Um die Kurve mich noch rum. Ich mir das Internet. Ja, aber das ist halt alles hochgerechnet. War mal wieder richtig für Bram. Weißt du, alleine schon, dass irgendwer mal meinte, Scheiße. Der lässt einfach den Fernseher zu Hause laufen, auch wenn er nicht da ist. Ah, okay. Kann schlechter stehen. Ja. Christian! Ja, hallo. Welche Bedeutung... Ah, ne, Moment, das haben wir. Die Ziege Sündenbock ist so eine... Ja, nee. Schellings vom Ich als Prinzip der Philosophie, Hegels Phänomenologie des Geistes und Schopenhauers die Welt als Wille und Vorstellung tragen bezeichnende Titel für den deutschen Idealismus. Was verraten sie darüber? Kannst du mir nochmal vorlesen? Schellings. Vom Ich als Prinzip der Philosophie. Ja. Also Hegels Phänomenologie des Geistes und Schopenhauers
Die Welt als Wille und Vorstellung tragen bezeichnende Titel für den deutschen Idealismus. Was verraten Sie darüber? Über den Idealismus oder über den Menschen? Über den deutschen Idealismus. Das ist krass. Was verraten die darüber? Ja, die verraten darüber, dass der Deutsche gerne Krieg führt. Keine Ahnung. Der deutsche Idealismus, nachdem die Materie lediglich eine Erscheinungsform von etwas nicht Materiellem ist, rückte das Subjekt in den Mittelpunkt der Erkenntnismöglichkeit. Nice. Ganz ehrlich, Christian, hättest du mal wissen können, ey. Ja, das hätte ich auch so sagen können, das wollte ich nur nicht. Mittelpunkt hätte mir wahrscheinlich, Mittelpunkt gereicht. Boah, was sind das für Fragen, ey? Was habe ich da für einen Horrorquiz rausgesucht? Immerhin wird es mal ein bisschen schwerer. Ja, ein bisschen ist gut. Frau, was ist los mit dir? Sebastian. Ja. Welcher große ägyptische Tempel musste beim Bau des Hochdamms von Assuan versetzt werden? A. Abu Simbel. B. Daya El Bahari. C. Medinet Habu. Oder D. Edfu. Alter, was? Sio Bibbel war das. war B war das. Richtige Antwort ist A. A. C. Abu Simbel. Alter. Okay, wir sehen uns gleich wieder. Ja, also ist ja auch ganz klar. Der komm, liegt halt eine am Nassersee. Frage, die ich weiß auch. Ja, mach mal ja ganz klar, Peter. Enthält eine CD in Klammern Kompaktdisk analoge oder digitale Informationen? Digitale. Das ist richtig. Okay, das war eine einfache Frage. Gut, dass du das studiert hast, Peter. Ja. Warum geht denn das jetzt die Polizei lucky, da los? Sagen. Was ist denn hier los? Leute, so, das war jetzt die Polizei lucky. Los? Ich glaube, jede richtige Antwort ist bis gefahren. Jetzt lucky. Nee, das war lucky, dass ich so eine einfache Frage gekriegt habe. Also, Peter, in welchem Jahr wurde das Penicillin industriell hergestellt? A. 1905, B. 1917, C. 1930 oder D. 1940? Penicillin. Ich habe frech, dass da ABC gibt. Ich habe keine Ahnung, Alter. Und warum wurde es da hergestellt? Ja. Von wem? Okay, ich sag einfach mal. Nee, warte mal. Wieder Sio Bibel. Ich sag hier, 1930. Richtige Antwort ist 1940. Er hat den Nobelpreis dafür bekommen, ja. Damit. Okay. Damit hast du 20 Sekunden. Harald immerhin. Penicillin. 20 Sekunden nimmt man natürlich gerne an. Deine Zeit läuft in 3, 2, 1, go. Peter, fahr um dein Leben. Ja, er bewegt sich gerade richtig fix. Musst du dich gerade erstmal aus dem Vorgarten, glaube ich, das irgendwas rausholen? Ich stehe mittlerweile einfach auch mitten in der Fahrbahn. Ich bin ja so rumgeschubst worden. Ja, mein Auto ist auch nicht mehr das Neueste. Ach, pff, nee. Wobei mein Scheinwerfer. Stopp! Nee. Oh. Oh, nee. Jo, eingeparkt. Nice. Alles klar, dieses Haus gehört jetzt mir. Sepp. Gut, ja. Nee. Bram. Ja. Was ist ein Genom? A. Ein krankhaftes Gen. B. Die Gesamtheit aller Gene. C. Ein Teil des Gehirns. Oder D. Eine Eizelle. Boah. Kannst du mir nochmal A sagen? Ein krankhaftes Gen. Ja, das war's nicht. Okay, du liest bitte alle vier nochmal vor. Gesamtheit also ein krankhaftes Gen. B. Die Gesamtheit aller Gene. C. Ein Teil des Gehirns. Oder D. Eine Eizelle. Okay, was bei Metal Gear Solid haben sie Genom das Genom entschlüsselt. Und da haben die nämlich dann die Soldaten stärker gemacht, weil sie ein komplettes menschliches Genom verstanden haben. Also die Gesamtheit aller Gene. B wär's. Alter! Stark! Nice richtige one. Antwort. Danke, Hideo Kojima. Absolutes Spaßwissen. Ja. Im 18. Jahrhundert wurde ein Instrument in das Orchester eingeführt, welches das Sistrum heute weitgehend ersetzt. Von welchem Instrument ist die Rede? A. Hammerklavier, B. Krummhorn, C. Triangel oder D. Cembalo. Oder Cembalo, glaube ich. Weiß ich nicht. Cembalo? Das Hammerklavier. Da war nämlich nicht so der Hammer. Das Hammerklavier? Ja. War nicht so der Hammer. Aber das ist doch jetzt. Also, das ist ja jetzt dann der Hammer. Ja, ich bleib trotzdem. Das wird ja jetzt benutzt. Ja, ich bleib bei A. Die richtige Antwort ist die Triangel. Ja, schade. Ding!
Du darfst immerhin fahren. Ja. Du das hast stimmt. 20 Sekunden. Gefühlt sehe ich Stich seit einer halben Stunde hier, ey. 20 Sekunden laufen in 3, 2, 1, jetzt. Das ist ein interessantes Rennen da auf jeden Fall. Ich frage mich echt, wo Bram ist. Ich frage mich auch, wo ihr seid. Ich frage mich, jetzt nicht stoppen, jetzt nicht stoppen, jetzt nicht stoppen. Wenn ihr das gerne möchtet, kann ich das einmal ganz kurz erklären. Nein, links, holy shit, Alter, what the... Fram dreht sich die ganze Zeit. Okay, ich stehe auf meinen Reifen, alles ist in Ordnung. Okay. Christian. Yo. Wer entdeckte 1938 die Kernspaltung? A. Albert Einstein, B. Otto Hahn, C. Robert Oppenheimer oder D. Erwin Schrödinger? War das nicht Oppenheimer? Ist das eine Frage oder eine Antwort? Nee, das ist meine Antwort. Richtige Antwort ist Otto Hahn. Ach, shit. Ja. Damit geht's weiter mit Sebastian. Boah, hier ist mittlerweile richtig Stau, ey. Zu welchem Land gehören die Osterinseln? A. Chile, B. Argentinien oder C. Bolivien? Kein großes Land. Ich hätte gedacht, das gehört irgendwie England oder so. Argentinien ist nicht so groß, die und Chile und Bolivien. Chile. Aber passt Deutschland ein paar Mal rein in alle Länder. Bolivien, was war das vierte? Gib nur drei. Chile, Argentinien, Bolivien. 33% Sepp. Ey, ich sag, das ist von den Chilen. Korrekte Antwort. Ja, ich darf fahren. Geil. Wie nennt man die Vererbungslehre auch noch? A. Genese, B. Genetik, C. Genealogie. Genetik. Genealogie. Genealogie. Richtig haben wir das Genetik. Richtig. Geil. Nächste Frage. Wie heißt der Amtssitz des französischen Staatspräsidenten? Oh Gott. A. Palais de la Concorde. B. Palais de l'Elysée. Oder C. Palais de Matignon. Oder so. Wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Ich kann es auch vorlesen, wenn du es richtig möchtest. Wieso hat Jay O'Gott gesagt? Palais de la Concorde. Palais d'Elysée. C. Palais de Matignon. Matignon. Keine Ahnung, ich kann nicht Französisch. A, B oder C. Concorde, Élysée, Matignon. Französischer Staatspräsident. Ich nehme mal A. Im Palais de la Concorde. Fahren. Ja. Das ist falsch. Der Palais de Élysée. Damit hast du zwei Fragen aber richtig beantwortet. Darfst du mit 40 Sekunden meinen fahren? Mhm. Muss ich erstmal raus. Ja, ich muss erstmal hier kurz fertig machen. So. Deine Zeit läuft in 3, 2, 1, jetzt. Rückwärtsgang, Vorwärtsgang. Go, go, Gadget. Go, go, Power Rangers. Oh, hier ist schon mal gut. Wenn ich hier bin, ist schon mal gut. Weil, dann weiß ich nämlich ungefähr, dann muss ich hier rum. Hier. Ist denn hier rum? Ne, ich muss noch einen weiter rechts. Oh, Ampel! Sieht so gut aus. Komm, komm, komm. Vorbei. Yes! Stopp! Okay. Okay. Nee. Okay, Crash. Ich hab's ja gesehen. Du hast mich gesehen. Ja. Da haben sich zwei gesehen. Ich hab dich nicht gesehen. Ich bin noch ein bisschen versteckt. Ja, Peter! Shit. Wer war der Lehrmeister Alexander des Großen? A. Aristoteles, B. Sokrates oder C. Platon? Hm. Okay. Hast du immer zugehört in Philosophie? Nee. Aristoteles, Sokrates oder Platon, ja? Ja. Ich sag A. Aristoteles, sagt er. Und das ist richtig.
Zweite Frage. Wer hat nicht bei den Beatles mitgespielt? A. George Harrison, B. John Lennon oder C. Mick Jagger? C. Wow. Das ist richtig. Peter, das weißt du auch. Wie viele Kantone hat die Schweiz? Oh, nein. A. 12, B. 18, C. 26. Oh, das wusste ich mal. Ich sag A. 12? Ja. Falsch, 26. Ja. 40 Sekunden hast du aber. Gibt doch irgendwie so einen deutschen Bereich in der Schweiz. Mitten in Deutschland. Gehört irgendwie lass mich Deutschland. Fahren. Ganz komisch. Die Zeit läuft in 3, 2, 1, go. Komm, lass mich fahren. Ist gerade kein Auto im Weg gewesen, oder was? Ja, ich will einfach fahren. Ich stehe hier schon so ewig, ja. Alter. Ja, wir sind noch gar nicht so lange hier in unserem Quizchen. Eine Stunde. Ja, gut. Neho. War das mit Neo? Das war knapp. Das wird gleich gefährlich. Stopp! Oh nein. Oh shit! Ja, wobei. Ah, könnte schlimmer kommen. Uiuiui! Läuft sie brav. Uiuiui! Nicht schlecht. Bram? Ich roll rückwärts. No! Bram, guck mal nach hinten. Siehst du mich? Ja. Ja, okay. Bram muss sich jetzt erstmal konzentrieren. Und zwar, Brammen, wie viele Beine hatte das Pferd des germanischen Gottes Odin? A. 2, B. 4, C. 8. Das ist doch komplett behindert, so eine Frage. Ja, immerhin 1-3 Chance. Wieso ist das ein germanischer Gott? Ist das kein Wikinger? Nordischer Gott? Nee, es gibt gibt's auch den auch in Germanisch? Ja, ja. Also Odin. Boah, der war richtig krass, oder? Ah. Der hatte. Warum sollte so ein Pferd 8 Beine? 2, 4 oder 8? Ich sag 4, weil ein Pferd halt 4 Beine hat. Richtige Antwort ist 8. Achso, lol. Nice. Sleipnir hieß es. Sleipnir. Hat sich das interessiert. An. Christian! Oh, wann fand die erste Universiade statt? Was ist das denn? A. 1911, B. 1938 oder C. 1959? Alter. 1138 59. Korrekte Antwort. Ach, guck mal, was ist denn das? Und wo, Christian? Natürlich in Turin. In Pyongyang. Die Weltspiele des Studentensports, doch klar. Die Universiade, hört man doch. Nee, Turin. Wohin fuhr Udo Lindenberg mit einem Sonderzug oder mit seinem Sonderzug? A. Nach St. Petersburg. B. Nach Berlin. C. Nach Weeze. In Klammern Pankow. Wow. Nein, nach Pankow. Nach Pankow. Richtig. War witzig. Ja, Jay, wir sind nicht mehr so ganz so offen. Ich wusste nicht, ob der ABC kommt, deswegen habe ich da einfach mal geantwortet, weil ich endlich mal was wusste. Christian, du hast jetzt zwei Fragen am Stück beantwortet. Ja, drei. Dritte Frage. Mit welchem Instrument werden Erdbeben aufgezeichnet? A. Seismograph. B. Ja, nein. Mach mal weiter. Richtige Antwort. Okay. Der Seismoindikator oder der Seismoblocker? Okay. Seismobil. Vierte Frage. Wer ließ das Märchenschloss Neuschwanstein bauen? A. Kaiserin Sissi, B. Fürst Bismarck oder C. König Ludwig II. Keine Ahnung. Ludwig. Korrekte Antwort. 80 Sekunden. Alter. Fünfte Frage. Wie viele Dramen werden Euripides zugeschrieben? A. 44, B. 70 oder C. 92? 92. Korrekte Antwort. Alter. 100 Sekunden. Nächste Frage. Wer war keine bekannte Figur der französischen Revolution? A. Warum ist das so wie Frankreich? Robespierre, B. Marat oder Marat und C. Massenet oder Massenet, keine Ahnung.
Verstehe auch nicht, warum die Franzosen immer französische Namen haben. Robespierre, Marat oder Massenet oder Massenon oder sowas. Keine Ahnung. B. Marat ist falsch. Du hast aber 100 Sekunden, die jetzt erspielt. Das Wahnsinn, Alter. Das ist schon krass. Ja, warte, ich muss erstmal hier einstellen. Ey, das war verrückt. Walachei. Nee, ich fahr Walachei. 1 Minute 40. Ich hoffe, ich komme den Berg da hoch. Deine Zeit läuft in 3, 2, 1, jetzt. Bitte, bitte, lass mich da hochkommen. Bitte, bitte, bitte. Das ist sehr schräg. Ja. Nein, hier ist das Kino. Hier war ich schon mal. Oh nein, da kommt man super scheiße raus. Das ist kacke, wenn du da drin hängst. So kacke, wenn man den Berg wieder runterfällt. Hatte ich 100 oder 120? 140. Alter. Also 1 Minute 40, Entschuldigung. Kurz 100. Warte mal, wieso ist da hinten das? Ich bin jetzt gerade völlig verwirrt, wo ich bin. Versuch einfach mal da. Oh, Unfall. Ah, ich habe nur schnell die Tür zugemacht. Easy. Ich warte nur darauf, dass Christian hier gleich einfach von dem Berg runterspringt. Nee, ich bin nicht mehr in der Walachei. Das war mir zu komisch. Wo mussten wir denn nochmal hin? Wir dürfen nicht mehr so weit weg sein. Zum Ammonation. Spitzt sich zumindest zu, sag ich mal. Aber ich weiß nicht mehr, wohin du musst. 100 Sekunden ist schon gut. Ich glaube, in 100 Sekunden wären Peter und ich da. Ja, glaube ich auch. Ich glaube, in 100 Sekunden wäre jeder da. Wenn er das nochmal macht. So viel kann ich sagen. Ach, weißt du was? Scheiß drauf. Leroy Jack! Fliegen! Oh Gott, Oh Gott. Ich sehe ihn noch nicht. Nee, auch nicht. Oh oh. Baum! Ich höre ihn auch nicht. Stopp! Oh, das ist jetzt schlecht. Da geht noch ein bisschen mehr. Ich fahre noch ein bisschen. Ich fahre immer noch ein bisschen. Er fährt doch immer weiter. Ja, Moment, ich fahre noch ein Stück zurück. Ach, alter Vater, das ist krass. Das jetzt ist richtig krass. Sepp! Ja? In welchem Land wird mit Lilangeni bezahlt? A. In Swasiland, B. in Tansania oder C. in Togo? Swasiland, weil Swasiland toll ist. Das ist richtig. Ja! Oh, Sepp kommt gleich wieder. Was steckt hinter den drei Buchstaben WWW? A. Worldwide Wilderness, B. Worldwide Windows oder C. Worldwide Web? Worldwide Windows. Das war geil. Das war wie Peter seine CD, das war einfach nur lucky. Womit beschäftigt sich die Kinematik? A. Mit der Bewegung von Körpern, B. Mit der Restaurierung von Kinofilmen oder C. Mit der mit der Kinesitherapie von Sportlern. Das ist Physik, das ist A. Bewegung von Körpern. Richtig. Was versteckt sich hinter dem Wort Tongku? T-O-N-G-K-U. Tongku. A. Ein südasiatischer Reisschnaps, B. ein chinesisches Langschwert oder C. eine ostasiatische Pilzart. Ich stell mir gerade vor, wie so 200 Chinesen da stehen, die ganze Zeit auf die Brust klopfen und schreien: Tongku, Tongku, Tongku. Da ich vorhin da nicht so viel Glück mit hatte, A. Richtige Antwort ist C. Ach. Eine ostasiatische Pilzart. Ach, nichtsdestotrotz hast du gerade 3 Fragen richtig beantwortet, kriegst 60 Sekunden Zeit. Das ist hart. Das könnte klappen. Sieg. Ich weiß nur nicht genau, wo das genau ist, so genau. Ich möchte, dass ihr in den Anunation die Ware abliefert, ne? Ja. Also, die Zeit läuft in 3, 2, 1, jetzt. Ich stehe auch noch am Berg hier. Vor der Tür stehen also, bleibt. Ich weiß überhaupt nicht, wo der Emulation ist. Also selbst wenn ich in dieser komischen in der Gegend da bin, weiß ich nicht, wo ich hinfahren muss. Ja irgendwo. Also das ist ja ein Haus, wo du rein kannst. Kann man ja vielleicht erkennen. Ah, wir haben mittlerweile Tag. Okay. So hundertprozentig weiß ich es nämlich leider auch nicht mehr. Der wo sau stehen fett denn die Provos hier? Die müssen doch wenn hier er davor stehen bleiben muss. Weiter die Straße. Oh Mist, Unfall! Das ist natürlich belastend, so ein Unfall. Jetzt schaffe ich das, glaube ich, nicht mehr. Das willst du natürlich nicht haben. Fuck. Da kommt er angeflogen. Da ist er. Oh, da ist Peter. Shit.
drauf achten, dass ich nirgendwo. Echt geil, ich stehe einfach nur rum, hab 30 Frames. Das ist doch eine gute Performance. Das Spiel ist echt der Wahnsinn. Oh shit, falsch abgewogen. Stopp! Okay, ich bin extra nicht so schnell um die Kurve gefahren, damit ich definitiv nicht runterfalle. Das ist ganz okay. Vielleicht brauche ich jetzt noch eine Frage. Peter! Falls ich das darf. Welche Bedeutung haben die roten Bollen auf den Damenhüten im Schwarzwald? A. Eine reine Dekoration. B. Einen praktischen Nutzen gegen Regen. Oder C. Eine Information über den Stand der Trägerin. Rote Bollen auf Hüten. Hm? Im Schwarzwald. Hm? Klingt behindert. Im Schwarzwald sind alle verrückt. Das ist C. Richtige richtig. Antwort. Nice. Das ist, wenn du Schwarzwälder Schinken kaufst, hast du manchmal irgendwie, es gibt irgendwie so eine Firma, die dann auch diese schwarzen Bollen da auf, als Markenlogo hat. Ah ja. Das ist schlecht, Peter könnte das schaffen. Wer 20. waren die Cluniacenser? Ja, okay. Cluniacenser. A. Mitglieder einer religiösen Bewegung. B. Schicksalsgöttinnen bei den Römern. Oder C. Einwohner des der antiken Stadt Clunias. Okay. Cluniacenser. Was ist A, B und C? Cluniacenser. Mitglieder einer religiösen Bewegung. Okay. B. Schicksalsgöttinnen bei den Römern. Oder C. Einwohner des antiken Clunias. Der Stadt Clunias. Entschuldigung, der antiken Stadt Clunias. Ich nehme C. Richtige Antwort ist Mitglieder einer religiösen Bewegung. Damit hast du 20 war das nicht Sekunden. C? Nee. 20 okay. Sekunden, warte. Deine Zeit läuft in 3, 2, 1, jetzt. Oh ja, sehr gut. Oh, was macht Peter da? Ja, ich war auf dem Berg. Achso, was weiß denn ich? Du stehst warum bei hast mir du mich denn nicht gedreht, Fuß? Peter? Stopp! Oh nein, 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 oh nein. Fall runter. Spring über die Klippe. Fall runter. Ich drück nix. Oh, er ist echt stehen geblieben. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Brammen! Ja, da bin ich. Wer waren die. Womit verbindet man den Namen Jan Mayen oder Mayen? Mit A. Mit der Jazzmusik. B. Mit einer Insel. Oder C. Mit dem Kubismus. Jan Mayen. So wie M-A-Y-E-N. Jan Mayen. Mit der Jazzmusik. Mit einer Insel. Dann nicht. Ach. Christian. Jan Mayen-Insel, ja. Fick ist denn Jan Mayen? Wie viele Länder sind in der ASEAN-Gruppe? A-S-E-A-N in Großbuchstaben. Ja, ASEAN. Ja, ja. ASEAN-Gruppe vereint. A. 10 Länder. B. 16 Länder. C. 22 Länder. Boah, das ist wie so eine Schätzfrage. 16. Rate lieber. Richtige Antwort ist 10. Steht ja. Übrigens für Association of Southeast Asian Nations. Ja, das weiß ich tatsächlich aus Handelskrams hier. Brunei, oh. Indonesien, Malaysia, Philippinen, Singapur, Thailand, Vietnam, Myanmar, Laos und Kambodscha. Natürlich. Sepp. Meine Zeit. Wie viele Zähne umfasst das vollständige Gebiss eines Hundes? A. 38, B. 40, C. 42. 38? Richtige Antwort ist 42. Oh Mann! Oh, Peter! Welche Wüste wurde bis 2007 bei der bekannten Rallye Paris-Dakar durchquert? A. Gobi, B. Sahara oder C. Taklamakan. Okay. C. Die Taklamakan-Wüste. Jo. Richtige Antwort ist die Sahara. Dammit. Brammen. Ja. Wie lang ist der Gotthard-Straßentunnel? Möchte jetzt die genaue Antwort von dir haben. Mit in Kommastellen. Zimmer. A, 15,6 Kilometer, B, 16,3 Kilometer oder C, 17,9 Kilometer. Alter. Der Gotthard-Straßentunnel in der Schweiz.
15,6, 16,3, 17,9. Der ist A lang. 15,6 Kilometer, ja, sagst du? Vielleicht, plus minus. Richtige Antwort ist 16,3 Kilometer und damit B. Schade. Christian, was wird mit einem Dilatometer gemessen? A, die Dehnung von Werkstoffen, B, die Radioaktivität in der Natur oder C, der Chlorgehalt im Wasser? Wie ist das Ding? Dilatometer. Dilatometer, boah. Dilatometer. Stimmt mal A. Richtige Antwort. Was? Die Dehnung von Werkstoffen. Shit. Ja, ich komme weg. Zweite Frage. Was ist Gazpacho? A, eine spanische Suppe, B, ein mexikanischer Schnaps oder C, ein süditalienisches Fladenbrot? Gazpacho müsste ein süditalienisches Fladenbrot sein. Richtige Antwort ist eine spanische Suppe. Oh, schade. Aber hast du 20 Sekunden, nichtsdestotrotz Zeit, um näher ranzukommen an dein Ziel. Ja, ich deine Zeit immer läuft noch nicht, wo ich sein muss. 3, 2, 1, jetzt. Vielleicht hast du ja irgendwann, vielleicht hast du ja gleich nochmal so 100 Sekunden. Ich beobachte die Berge. Boah, das wäre so geil, wenn Christian da drüber geflogen kommt, ey. Ich frage mich, wo du stehst, Sepp. Ja, du hattest mehr ich Zeit als ich. Ich stehe unten an dem, fast an dem Fluss. Ich weiß genau, wo ihr alle steht und ich wo sag mal du, so, Peter? Ihr könnt dann alle bei nur der, locker gewinnen. Bei der Brücke. Stopp! Okay, ich stehe 5 Meter weiter. Oh, das ist schlecht jetzt. Ja, okay, der Fall da, der wird mich stehen. Ich habe Christian nicht gesehen, wie er rübergefallen ist. Ich weiß nur nicht genau, wo der Ammonation ist. Das ist schon Sepp. Eine Stunde her. Ja. Ich stehe wenigstens im Schatten. Wie heißt der bekannteste und auch markanteste Kopf der Satire-Zeitschrift Mad? A. Alfred E. Waldmann. B. Alfred E. Neumann. Oder C. Alfred E. Schneemann. Was war A? Waldmann. Alfred E. Waldmann. Alfred E. Neumann. Alfred E. Schneemann. Ich nehme Waldmann. Yes. Fuck. Richtige Antwort ist Neumann. Oh, Neumann wäre richtig gewesen. Oh Mann, das wollte ich nehmen, aber das klang so seriös. Ganz einfache Frage jetzt für Peter. Wie viele Halswirbel hat eine Giraffe? A. 7, B. 10, C. 14. Meiner ist dran. 14. Richtige Antwort ist 7. Ja. Fuck. So viele hat, glaube ich, auch der Mensch. Okay. Brammen! Ich stehe schon länger hier. Von was ist die Rede, wenn das Wort Dobrudscha fällt? A. Eine Landschaft auf dem Balkan. B. Ein Apfelschnaps aus Ungarn. Oder C. Ein russisches Wort für Freundschaft. Dobrudscha. D-O-B-R-U-D-S-C-H-A. Dobrudscha. Eine Landschaft auf dem Balkan. Das ist ein russisches Wort für Freundschaft. Richtige Antwort ist eine Landschaft auf dem Balkan. Ja, ich bleibe hier stehen. Christian, ein bisschen. Was ist eine Bola? Ein Tanz aus der Mongolei? Eine Affenart aus der Amazonasregion? Oder ein Jagd- und Fanginstrument aus Südamerika? Das ist das Jagd- und Fanginstrument, wo du die Leute mit hinfallen lassen kannst. Boah, das hilft. Absolut richtig. Computerspiele helfen. Nächste Frage. Seit wann wird der internationale Karlspreis zu Aachen vergeben? A. 1930, B. 1940, C. 1950. 1950. Korrekte Antwort. Oh Mann. Nächste Frage. Wie heißt das umstrittene Füllmittel, das beim Zahnarzt verwendet wird? A. Amalgam, B. Amaranth, C. Amarna. Amalgam. Korrekte Antwort. Vierte Frage. In welcher Stadt leben die meisten Menschen? A. Tokio, Yokohama, B. New York, C. Mexico City. Das hatten wir schon mal, das ganze Thema. Stand des Spiels, ne? Ja, also, ja, ich nehme mal warte, Tokio. Warte, das ist... Okay. Richtige Antwort ist Tokio, Yokohama. Ah, doch. 60 Sekunden. Vierte Frage. Wer spielte im Filmklassiker Der Pate die Rolle des Paten Don Vito Corleone? Marlon Brando. A. Marlon Brando. Korrekte Antwort. Fünfte Frage. In welchem Land liegt die Region Kampanien? A. In Italien,
B in Spanien oder C in Portugal? Portugal. Italien ist die richtige Antwort. Schade. Damit hast du aber nichtsdestotrotz 80 Sekunden. Ja, und ich weiß immer noch nicht, wo ich hinfahren muss. Das ist die einzige glückliche Sache für die Jungs, dass du jetzt noch nicht gewonnen hast. Die Zeit läuft in 3, 2, 1, jetzt. Also das können wir nur noch verlieren, gewinnen, indem wir Christian nicht findet. Ich habe halt echt gesagt, keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich weiß ja nicht mal mehr, Ammunition, weil das der südlich des Sees? Ich habe keine Ahnung. Also irgendwo vor uns ist der hier, aber... Das Problem ist, ich bin am See. Fahre ich jetzt nach links oder nach rechts? Der war bestimmt hier. Boah, das ist ganz schön bitter, ey. Keine Ahnung. Soll mal umdrehen? Ja, mach die Herausforderungsscheiße da weg. Das ist ja auch Zeit, Christian. Oh, unten die Zeit hilft jetzt ein bisschen, ne? Ja, da habe ich total drauf geachtet. Den Vorteil kann ich nicht bewerten. Ja, alles gut. Ist ja kein richtiger Vorteil. Tja. Kann ich da vorne irgendwo stehen? Warum hat gerade GTA bei mir gestartet? Also, bei mir stehe ich immer noch nicht sehr auf. Stopp! LOL! Jay, du bist nächste Frage. Christian steht genau davor, oder was? Ja, nicht Sepp. Ja. Das wäre cool. Dann wie hieß nicht, die Schauspielerin Romy Schneider richtig? A. Simone Herbacher, B. Rosemarie Magdalene Albach oder C. Gertrude Schneider. Nein! Oh fuck, das könnte ich wissen, aber... Hä? Ich dachte, die heißt Romy Schneider. Nee. Kannst du nochmal vorlesen? A. Simone Herbacher, B. Rosemarie Magdalene Albach oder C. Gertrude Schneider. Ich sag A. Keine Ahnung. Richtige Antwort ist Rosemarie Magdalene Albach. Oh, B. Fuck. Brammen. Nee. Hey. Entschuldigung. Peter. Welche bekannte Figur hat Edgar Rice Burroughs erfunden? A. Popeye, B. Tarzan oder C. Garfield? Also wenn ich Scheiße. Edgar Rice Burroughs. Burroughs. Weiß ich nicht. B-U-R-R-O-U-G-H-S. Ich sag Garfield. Richtige Antwort ist Tarzan. Rammen. Ja. Bitter. Wie breit ist das Tor auf einem Fußballfeld? A. 6,98 Meter. B. 7,32 Meter. Hab den Controller schon weggelegt. Oder C. 7,87 Meter. 6,98, 7,32, 7,87. C. Richtige Antwort ist 7,32, also B. Oh. Christian. Das machen. Ja. Welcher religiöse Orden wurde von Ignatius von Loyola gegründet? A. Die Benediktiner, B. Die Franziskaner oder C. Die Jesuiten? Wie hieß der? Ignatius von Loyola. L-O-Y-O-L-A. Loyola. Die Franziskaner. Richtige Antwort ist Jesuiten. Oh. Sepp. Ja. Das konnte ich halt nicht wissen. Nee. Wie hieß das? Ist ja auch richtig. Also, ist ja auch okay. Ich habe mich nur gefragt, das tut nicht das ist absolutes Allgemeinwissen heute. Ja. Wie hieß das Urwaldspital von Dr. Albert Schweitzer? Ach, A. Komm. Lambada, B. Lambarene oder C. Lambretta? Also Lambada, ist das nicht so ein Song? Ich nehme mal Lambada. Richtige Antwort ist Lambarene. Ach komm, fick dich. Okay, komm Jay. Peter! Jetzt auch mal bei irgendeiner Scheißfrage mit drei Wie Maßen. Wurden die Beatles wegen ihrer Frisur auch noch genannt? A. Die Langhaarköpfe, B. Die Yeah-Yeah-Yeah-Köpfe oder C. Die Pilzköpfe? Die Pilzköpfe! Korrekte Antwort.
Welche Stadt nannten die Römer Lutetia? A. Trier, B. Paris, C. Köln. Köln. Richtige Antwort ist Paris. Und wenn hast du 20 Sekunden Zeit. Shit. Deine Zeit läuft in 3, 2, 1, jetzt. Das ist nebelig. Peter findet das niemals. Das ach, Peter ist gar nicht der Typ, der ganz in weiß ist. Nee, das bin ich. Ach so, ich dachte eben, das wäre Peter gewesen. Ist das wirklich schon da? Peter, wo bleibst du hier? Das bist du, ich wollte dich schon erschießen. Oh shit. Wieso sehe ich denn Peter nicht? Stopp! Okay. Das ist so krass, die Karte. Die ist so krass. Rammen! Ja. Über wie viele Kilometer geht ein Marathonlauf? A. 42,195 Kilometer. B. 42,595 Kilometer. Oder C. 42,785 Kilometer. Ja, ich hätte 42 gesagt. Richtige Antwort ist A. 42,195 Kilometer. Nächste Frage. Welche Länge hat ein Billardtisch? A. 3,05 Meter. B. 3,55 Meter. Oder C. 3,78 Meter. Wieso kriegt der nur solche scheiß Schätzfragen, ja? Pilzköpfe und Paris hätte jeder gewusst, ja? Boah, C. Richtige Antwort ist 3,05 Meter, also A. Oh, aber dann hast du wieder 20 Sekunden. Ich weiß, mega schlecht sagen, aber jetzt hat sie geklickt. Ich nicht dran. Okay, dann warten wir kurz. Okay, ich kann losfahren. Warte, okay, deine Zeit läuft in 3, 2, 1, jetzt. Damit bewegt sich der unterste von den ganzen Püppchen hier. Na, werde ich in der Zeit nicht schaffen. So viel steht fest. Aber du kannst aufholen. Was geht denn da hinten ab? Stopp! Christian! Ja. Wo liegt die Stadt Mokka? A. Im Jemen. B. In Marokko. Oder C. Im Senegal? War das Jemen, Marokko oder Senegal? Yep. Ich würde mal sagen im Jemen. Diese Antwort ist korrekt. Leute. Nein. Alles klar. Ab wann darf ich aussteigen? Muss ich noch fahren? Aber ich. Das geht noch weiter, ja? Okay. Die erste Tasse netzt mir Lippen und Kehle. Die zweite verscheucht meine Einsamkeit. Die dritte durchdringt mein unfruchtbares Inneres. Die vierte Tasse erregt einen leichten Schweiß. Alles Schlechte des Lebens schwindet durch meine Poren dahin. Über welchen Trunk wird hier geschrieben? Ja. So schrieb Lo Tung, ein Dichter der Tang-Dynastie, über den Tee, der im Vergleich zu neokonfuzianischen Song-Dynastie und zum späteren Tee-Weg in Japan noch ein poetischer Zeitvertreib und Symbol der Kultiviertheit war. Tee ist die richtige Antwort. Du hast 20 Sekunden Zeit. Deine Zeit läuft ab jetzt. Jetzt stolpert der. Ja. Fällt hin. So, ich bin drin. Christian ist da und hat abgeliefert, aber Sepp und Peter dürfen noch gleich ziehen, damit sie auch gewonnen haben. So viel müssen wir schon mal. So genau müssen wir sein. Ey, ich stehe die ganze Zeit davor. Ja, du stehst direkt davor. Gut. Shit, Sebastian. Wie nennt man diese mathematische Formel? Klammer auf, a plus b, Klammer zu zum Quadrat, gleich a Quadrat plus 2ab plus b Quadrat. A, Formel von Bernoulli, b, Satz des Thales, c, Satz des Pythagoras oder d, binomische Formel. Satz des Pythagoras. Richtige Antwort ist die binomische Formel. Bleibst du da stehen? Wann hast du dich... Ich habe nicht a Quadrat plus b Quadrat gleich c Quadrat vorgelesen. Ich war zu... Okay. Ja, alles klar. Bin Peter! Nach rund 4000 Spielfilmen... Wieso kriegt der keine Maße? ...galt der Western 1975 als tot.
Doch zwei erfolgreiche Filme der 90er Jahre erneuerten diese Gattung. Welche Titel tragen sie? Du gibst mir keine A's, B's. Nein, ich gebe dir keine A und B. 35,6 Meter. Der 90er Jahre. Tja, was hat die Western wieder hergeholt? Ich könnte mir vorstellen, ich weiß einen. Du musst beide wissen. Ja, das finde ich halt auch krass. Fuck, ey. Also ich sag absolutes Basiswissen. Erbarmungslos und Todeszug nach Yuma. Richtige Antwort ist Erbarmungslos 1992 von Clint Eastwood und Der mit dem Wolf tanzt 1992. Ach lol, Der mit dem Wolf tanzt. Scheiße, da habe ich nicht dran gedacht. Naja, gut. Und damit gewinnt Christian. Gewonnen? Sind wir durch. Und damit hat Christian gewonnen. Also Glückwunsch. Geht Set. Okay, also das fand ich aber krass gerade. Alter. So eine fiese Frage am Ende. Oh, ihr wart super nah beieinander. Ihr wart Bram ist direkt neben mir gewesen. Unfassbar nah neben mir. Guck mal, da kommen sie alle angefahren jetzt. Christian hat einen komplett anderen Weg genommen und ist halt quer durch die Karpaten. Ja, ich bin durch die Karpaten gefahren. Ich bin sogar einmal rückwärts. Ich bin sogar einmal rückwärts gefahren, beziehungsweise musste wieder umdrehen, weil ich an diesem. An dem Weg war, also, wo man zu dem See da links fährt, weißt du, wo wir immer langfahren, wenn wir zu diesem Taxiweg fahren. Ich hatte ursprünglich dieses Kartenquiz gekauft in einer Buchhandlung, weil ich gedacht habe, geil, für der Schwächste fliegt oder der Dümmste ist raus, ne? Ja. Habe ich mir die Karten angelesen, habe ich gedacht, alles klar, das kannst du nicht bringen. Aber hierfür war das super. Vielen Dank fürs Zusehen zu dieser langen GTA Online Challenge. Christian hat gewonnen, GZ. Vielen Dank fürs Zusehen. Haut rein. Bis dann. Ciao. Tschüss.